Naira Mot auf dem Weg zu einem besonderen Konzert. Ich habe sofort zugesagt, weil das ist, was mir am Herzen wirklich liegt. Wir sind in dieser komischen, herausfordernden Zeit und jetzt ist die Gelegenheit, ein bisschen Liebe und Freude zu verbreiten. Bei König der Löwen spielt sie eine Hauptrolle und verzaubert als Solosängerin die ganze Welt, besonders mit ihrer Show bei der Fußballfrauen-WM 2011. Begrüßung mit der Konzertveranstalterin Mitra Kasai, Gründerin der gemeinnützigen Initiative für Ältere, All Inclusive. Deine Bühne, bitteschön. Für die Senioren und Senioritas der Seniorenresidenz Römont-Walterhaus in Hamburg-Altona hat sich Mitra die Hofkonzerte einfallen lassen. Musik bewegt immer irgendwas, gibt gute Laune und geht ins Herz und in die Seele. Und dafür müssen wir sorgen, dass es allen, den Jungen und den Alten, gut geht. Ich habe hier schon so die ersten Töne gehört. Das kann schon was Schönes werden. Wenn da gute Lieder dabei sind, werde ich auch ordentlich laut mitsingen sogar dabei. Das ist versprochen. I feel nice with sugar and spice. Naira Mot versprüht Leichtigkeit. Auch die Pflegerinnen schalten mal ab. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Woo! Well, I hold you. Naira Mot wäre jetzt eigentlich auf einer USA-Tournee. Can you twist? Well, I hold. Doch in Altona gewinnt sie schnell neue Fans. Ja, alles sehr schön, wunderbar. Ihr gebt mir so viel Freude, was für ein Geschenk ihr seid. Mit La Vie en Rose entführt die Sängerin die Menschen in ihrer Heimat nach Frankreich. Dankeschön, merci beaucoup. Eine Stunde Konzert schon vorbei. Sie haben uns allen eine ganz große Freude gemacht. Und weiter so. Das ist nur wow, oh, einfach viel geben und ich habe so viel bekommen. Prima, prima, wundervoll. Herzlichen War beautiful, diese Show. Herzlichen Dank. Und Ihre Energie hat mir sehr viel gebracht. Das freut mich. Und mit ihrer Energie bringt sie die Bewohner im Römont-Walterhaus zum Träumen und Tanzen.